So, jetzt versuchen wir das mal weiter mit dem Dismantler, so lange bis das klappt. Jetzt gehen also wieder die Blitzkanonen los, jetzt müssen wir denen das Schwert in die Hand geben, ohne dabei selber gegrillt zu werden. So. Schnell, schnell. Nein, klappt irgendwie nicht so wirklich. So. Eigentlich müsste das auch noch klappen. Nein, klappt aber nicht. Was passiert, wenn wir hier einfach so etwas drauflegen? Nix. Nein, wir schaffen das irgendwie nicht rechtzeitig. Na, viele Möglichkeiten haben wir nicht mehr, außer uns Blitzdingsen zu lassen. Jetzt haben wir die Dismantler. Ich hätte schwören können. Was macht der Knopf bitte? Der macht hier was auf. Okay, was hat der hier bitte aufgemacht? Armbrustbolzen und Wurfäxte? Das ist ein tolles Secret. Und ja, zwei meiner Leute sind bei dieser Aktion jetzt gestorben, aber dafür haben wir jetzt den Dismantler, der uns nichts bringt. Du kannst noch Fackeln tragen. Und hier sollte ich nicht unbedingt gerade ins Feuer rennen. Und irgendwer ist überladen. Irgendwer von den Toten ist überladen, hä? Ja, er hier. So. Kann er einfach mal was essen und kann ihm Pilz abnehmen. So, dann haben wir das eigentlich auf dieser Etage hier auch geschafft. Ah, meine Güte. So, jetzt haben wir hier nur noch den Weg runter. Oh, und jetzt kriegen wir auch die Erfahrungspunkte, weil wir den Dismantler dabei haben. Jetzt muss ich mal kurz einen Check machen. Wir haben noch zwei ganze Säcke voller Nahrung und noch ein bisschen Nahrung so über. Sie schleppt immer noch die Grimcaps mit sich rum. Sie hat etwas Hunger, sie hat den Gifttrank bei sich. Dann kriegt sie mal was hier zu essen. Ja, ich denke mal, mit der Nahrung kommen wir gut zurecht, die wir noch haben. Aber nicht mit dem Platz. Deswegen werden wir jetzt auf dem nächsten Stockwerk mal aussortieren. Und zwar sind wir im Goromok-Tempel jetzt, oder? Ja, Tempeleingang. Und ich höre dahinter schon Feuerelementare. Aber erstmal gucke ich mich hier im Tempeleingang um. Der sieht nämlich ein bisschen neuer aus. Nehmen Fackeln hier aus den Halterungen. Hau mal gegen die Wand. Das war nicht geplant. So. Und jetzt würde ich sagen, drücken wir ihr eine frische Fackel in die Hand. Hier in der Nische sortieren wir mal aus. Den brauchen wir nicht mehr. Wir haben noch einen Goldschlüssel. Wie viele Fackeln haben wir denn? Fackeln, die wir haben, alle zu ihm mal. Feuerpfeile brauchen wir nicht. Blitzpfeile brauchen wir nicht.
Normale Pfeile und Steine brauchen wir. Schuriken können wir auch gebrauchen. Den Bracer brauchen wir nicht. Bomben sind gut. Von denen, die sollte ich mir für die Fighters Challenge aufheben. Das ist ein Geschwindigkeitstrank. Also jetzt gucken wir mal. Das Schwert von Nox, das... Guck mal da hinein. Obwohl... Was hat er hier alles noch? Er hat Nahrung. Nahrung kommt mal zu ihm rüber, die überschüssige. Das Flammschwert kommt zu ihr runter. So. Frostbomben, Geschwindigkeitstrank, Gifttrank. Und was hat sie noch zu viel? Was könnten wir noch abdrücken? Feuerbomben? Ne, die bringen nicht viel Gewicht. Dann sollte sie doch mal das Schwert wem anders geben. Sie kann die Halskette und die Fackel ablegen. Die Nahrung kann zu ihm. Gifttrank. Kann auch mal hier bleiben. Wir haben 2 leere Flaschen übrig. Er ist definitiv überladen. Schädel kommt mal hier rein. Den brauchen wir. Fackel kann eine weg, mindestens. Das war's, die Schätze tun wir mal hier raus und tun hier den Sack noch mit Nahrung füllen. Dann kann der Sack nämlich zu ihm rüber. Und dann kann er das viel leichtere Ding hier vom Lord Peril tragen. Ja. Schlüssel. Kompass, der dürfte nichts biegen. Der kann zu ihr runter. Könnte sogar da rein zu den Kräutern, auch wenn das wenig Sinn macht. So, neuer Heiltrank für meinen Tarion. Mhm. 4 Fackeln dürften eigentlich so gesehen reichen. Die Edelsteine. Die lasse ich auch mal hier. So. Sind alle soweit ausgerüstet? Ja, denke ich mal. Fackeln, Edelsteine sind da geblieben. Geschwindigkeitstrank. Und er trägt fast 3 volle Dinger mit Nahrung. Ja, das dürfte noch eine Weile reichen. Aber er hat etwas Hunger, also sollte er was essen. Gut. Und dann gucken wir mal, wie wir die jetzt die Tür aufkriegen. Einfach davor treten. Okay, die laden uns schon mal freundlichst ein. Die Feuerelementare hier. Und wir schießen uns gleich mit Feuerbällen. Ich höre schon wieder was Schleimiges rumkriechen. Kommst du hier raus? Ja, kommt er. Und ja, hier sind Dinger zum Abschlagen. Hier ist noch eine Fackel. Ja, okay, eine Ersatzfackel kann sie tragen. Heilige Schriften. Die wohl da geöffnet werden. Der Tic-Tac-Raum. Hieß der nicht früher auch mal anders? Und das hier ist wieder Pitwood-Brot. Also wieder Brot. Und wieder ein Kraut. So. Geht ja gut voran. Wir sind ja schon auf Etage 9 von 14, 15. Sind es mit der Etage noch 6 Etagen? Da ist schon wieder der Ausgang. Die Nische hier kommt mir zwar etwas komisch vor, aber gut.
In den Tic-Tac-Raum will ich noch nicht. Ich will erstmal in die den Raum mit den Schriften. Ah, da ist schon mal ein Feuerelementar. Das brennen kann. Und Elana hat ein Level Up. Sehr schön. Ich würde ja liebend gern mal Stuff Defense geben, aber nee. Lieber weiter Eismagie. Sie trägt jetzt gerade das Erfahrungspendant, gell? Ja. Er hat 12, 5, 12, 2, 12, 5. Dann darf er das mal wieder eine Weile tragen und sie trägt den Fire Talk. Für Feuerresistenz. Und in den heiligen Schriften sind heilige Schriften. Sacken wir die mal ein und lesen sie eine nach der anderen durch. Denn ich glaube, eine von denen war wichtig für ein Rätsel für später. Okay. Ah ja, das ist genau, das hier ist das für das Rätsel. Und zwar zwei Bar links schlittert sie, dann einen rechts, dann einen links. Dann dreimal rechts, zweimal, noch zweimal links und das wiederholt sie zweimal. Ja, den müssen wir behalten. Das hier ist neu, das kenne ich nicht. Also jedenfalls weiß ich nicht darüber, dass hier was mit blauen Kristallen lag. Es waren nämlich früher mal nur zwei Stück. Ja, genau, das hier. Wir der Orden der Heiligen Flamme haben einen Schwur geleistet, das innere Heiligtum zu beschützen und den Unsterblichen zu bewachen, der unten gefangen gehalten wird. Dies schwören wir mit unserem Leben und für alle Zeiten. Na, die Rolle brauchen wir nicht mehr unbedingt. Das ist nämlich nur Hintergrundstory. Aber die beiden sind neu. Früher waren hier nur zwei Stück drin. Und ich höre da wieder die Schnecken. Könnte sogar der Schneckenkönig sein. Im tiefen Becken des blauen Kristalls liegen antike, eingekapselte Erinnerungen. Three times three score. Also dreimal der drei score, three scores. Ich glaube, ein Score war sechs oder war Score ein Dutzend. Also three score wäre dann 36 und 3 mal 36, naja, das weiß ich jetzt, habe ich jetzt gerade keine Lust im Kopf auszurechnen. Also, so viele Krieger hielten ihre Wache ab, um das Verständnis des Seins zu beschleunigen. Also, okay, den Text verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich muss ihn auch hoffentlich nicht verstehen. Materialien aus naturell von der Natur designt. Rissig und bröselig, trocken und verrottend. Zurückkehren zum Mittelpunkt allen Seins. Also der Kreislauf des Lebens. Irgendwas lebt, dann stirbt es, verrottet es, zerbröselt halt und kehrt zum Ursprung zurück. Also zur Erde. Aber seltsame Kreationen aus ungöttlichen Reichen lauern hinter ihrem Recount heißt normalerweise sowas wie abgerechnet, lauern hinter ihrem abgeschlossenen Zeitalter,
lehnen Weisheit und Ruhe ab. Okay, das sind sehr verwirrende Sprüche. Aber gut. Und hier ist definitiv irgendwo was. Ach, jetzt kapiere ich das, was ich noch nicht gemacht habe. Da runterspringen, deswegen ist da noch etwas. Und deswegen gehen wir jetzt nochmal hier hoch, würde ich sagen. Machen wir uns die Mühe mal, dass wir nicht gar nichts verpassen. Klicken den hier zur Sicherheit nochmal an. Und dann können wir hier rumgehen und als nächstes dann hier runterspringen. Aber vorher speichere ich erstmal wieder. Bis gleich.